So, liebe Leute, boah, hier geht's der bergab. Ich roll hier voll weg, Mann. Ich glaube, man hört's. Ich habe wieder mal beide DB-Killer nicht drinnen. Und der Sound ist einfach so brutal. Ich habe jetzt die ganze Zeit, seit ich angefangen habe zu fahren, bin ich die ganze Zeit am Überlegen, ob ich es nicht wieder beide reintun soll. Einfach. Weil das so scheiße laut ist. Ich meine, geht euch das mal untertourig, ja, untertourig. Ey, das hört sich so brutal an, so laut. Das ist echt krank, also, boah. Aber es schnallt so geil, Mann, wenn beide draußen sind. Das ist, oh. Jo, bergab. Gebt ihr mal den Soundporn, Alter. Ja, und zwar das heutige Video, wie ihr sicherlich alle mitbekommen habt, hat Bibis Product Placements ein neues Video rausgebracht. Und wisst ihr, ich liebe ja die Bibi, ja. Ich liebe sie von ganzem Herzen mit ihrem kreativen Content, den sie macht. Ist auf jeden Fall die YouTuberin Deutschlands, die ihre Abonnenten nicht verdient hat. Was für Kurven, Alter, krass. Aber wie immer die scheiß Kanaldeckel, Alter. Ja, auf jeden Fall, das Musikvideo, ne? Die ein oder andere von euch werden das sicher schon gehört haben, weil das Video hat fast, glaube ich, jetzt schon 1 Million Dislikes. Und da geht das natürlich nicht spurlos an einem vorbei. Und ich hätte links gemusst, da werden wir auch jetzt links fahren. So ein Video geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei, was so viele Dislikes hat. Ich meine, nicht mal ApoRed kann da mithalten, das müsste ja immer geben. Und ich dachte schon, ApoRed macht die schlechtesten Musikvideos. Nein, ich habe mich geirrt. Es gibt noch schlimmere Menschen, die es schaffen, noch schlimmere Musik zu machen. Das Geilste sowieso ist ja das, die hat ja nichts gemacht für ihre Musik. Nix, nix. Die hat weder den Text geschrieben, die hat weder den Text geschrieben, noch hat sie, ja, sie hat zwar gesungen, wobei sich da alles zu 98% nach Autotune anhört. Ey, ohne Scheiß, wenn man ihre Videos nicht kennt und man hört das Musikvideo, man schaut dann Video, dann glaubt man erstmal gar nicht, dass sie das überhaupt gesungen hat, weil die Stimme ist sowas von überkrass verändert. Sowas von überkrass verändert, das kann man sich nicht vorstellen, Alter. Das ist ja nichts mehr mit ihrer Stimme, das hat ja nichts mehr mit ihr zu tun, Alter. Das ist so, als würde ich mich jetzt wie 18 Karat anhören. Oder wie Kollega, Mann. Der Beat, übelste Kindergartenmusik. Klar, ihre Fans sind alle jung, aber muss man deswegen Kindergartenmusik machen? I don't know, man, I don't know. Ich weiß echt nicht, was ich von halten soll. Im Endeffekt ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal. Aber dann auch noch 5 Euro für so einen Song verlangen. Und die Fans anzubetteln, dass man sich das vorbestellen soll. Nee, also ohne Scheiß, ich verstehe das nicht. Es gibt Künstler wie 18 Karat, Newcomer, ja. Da war es jetzt mit seinem neuen Album Pusher, so viel Zeug da in die Box mit reingelegt hat, zum Beispiel. Egal, lass mal nur vom Album ausgehen, da hat er 18 Tracks, plus 5 Tracks als Bonus-EP. Das heißt insgesamt, glaube ich, 23 Tracks, wenn nicht sogar noch mehr, auf einem Album für 18 Euro, ja. Ein Album mit 23 Songs, 18 Euro, Mann. Ah, 15 Euro, ja, erst 15, 16 Euro, irgend sowas. Und Bibi, die was nichts gemacht hat für ihr eigenes Musikvideo, außer das bisschen reingelabert, eh komplett falsch vom Akzent her in Englisch, verlangen 5 Euro von Kindern, die vielleicht 10, 20 Euro im Monat Taschengeld bekommen. Es müsste mal geben, das sind 25 bis sagen wir mal 45% vom Taschengeld vom Monat, was die für so einen Song ausgeben. Und das Geilste ist auch noch, Mann! Es ist sowieso gratis auf YouTube, das ist ja das Allergeilste, Mann. Als ob ich mir so einen Song kaufe, Mann. Ich kaufe mir dann nur einen Song, wenn ich den
Künstler dahinter unterstützen will, so wie 18 Karat zum Beispiel oder Kollega, dann feiere ich als Person. Kollega spendet sogar einen Teil seiner Einnahmen an seine Stiftung, ja? Und Bibi füllt sich schön die eigenen Taschen und die Taschen von Warner Bros, ja? Ah, nein. Und mich nennen die Leute Geldgeil, ja? Mich nennen sie Geldgeil, ihr kleinen Hure. Als nächstes bringe ich auch noch ein Album raus. Ihr könnt jetzt schon mal vorbestellen. Kommt dann in 4 Jahren, Alter, wahrscheinlich, oder? I don't know, man. I don't know why the fuck is she doing that, man. Hey, yo. Why the fuck? Boah, und dann auch noch so eine scheiß Lyrics. Also ohne... Ah. Wenn wenigstens der Beat geil wäre oder so. Aber nein. Allein schon der Text. Das könnte ein Kindergartenkind geschrieben haben. Wabbidi-babbidi-bab. Mann, richtiges Partylied, Mann. Das ziehe ich mir demnächst. Ey, ich schwör's euch, wenn der Song in die Charts kommt und ich höre das ein einziges Mal auf Arbeit, ich kündige und verbrenne das Radio. Von mir aus soll die machen, was sie will. Von mir aus kann die noch 10 solche Songs raushauen. Aber, ah, bitte kauft es nicht. Obwohl es mir eigentlich egal, was sie wieder an Geld macht. Kauft euch lieber meinen Merch, ist viel geiler, Mann. Da habt ihr wenigstens was für euer Geld, ja? Gut investiertes Geld in Klamotten, ja? Ölspur, ja geil, wahrscheinlich lege ich heute auch noch hin. Oh. Ich meine, kann ja jeder machen, was er will. Versteh mich nicht falsch. Ich gönne ja auch den für Erfolg von mir aus. Ist mir ehrlich gesagt wurscht. Aber 5 Euro für ein schlechtes Musikvideo. Das geht einfach zu weit. Das geht einfach zu weit. Ich sag, wenn es gut wäre, dann kann man auch noch 5 Euro verlangen. Von mir aus, soll sie machen. Aber das passt zu keiner Relation, Alter. Das ist, als ob Kollege, guck mal, wenn Bibi einen Song für 5 Euro veröffentlichen könnte, man, macht, dann kann ein Kollege einen Song für 100 Euro machen. Ja, wo führt denn das hin? Und hundertprozentig geht das in den Charts. Hundertprozentig. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute das gekauft haben. Also irgendwo frage ich mich echt, wo das Ganze hinführt, was mit der Jugend heutzutage los ist. Ich bin sowas von scheiße froh, dass ich früher kein YouTube hatte, kein Internet hatte. Ich hatte einen PC, einen Laptop mit Paint und das war's. Mit Windows XP, beste Leben damals gehabt damit. Kein Internet-Scheiß, kein YouTube-Scheiß, keine Vorbilder. Das war noch eine Kindheit, Mann. Damals, als man in der Hauptschule war und man am Handy den Internetknopf gedrückt hat. Junge, man ist gestorben vor Herzinfarkt. Vor Herzinfarkt ist man gestorben. Und jetzt die ganzen 12-Jährigen, Alter, laufen alle mit einem iPhone rum. Und Instagram-Pick, jo, mach mal hier einen Pick, oder? Für meine 12-Jährigen notgeilen Freunde, Alter. Boah. Ihr merkt, ich werde ziemlich emotional. Aber ist mir egal. Ist mir egal, ist mir egal. Wie gesagt, Leute, bald kommt ein Album in 4 Jahren. Ihr könnt es jetzt schon mal bestellen. 2 Lieder für 78 Euro. Kein Problem. Wird die krasseste Mucke ever, die ihr jemals gehört habt. Und kauft euch gleich 2 mal am besten als eine Wertanlage. Dann habt ihr auch noch was für später. Das wird nämlich mal richtig viel wert sein. Boah, dieser Auspuff, Alter. Holy fuck. Und schade, dass die DHL sich nicht beeilt, Mann. Sonst hätte ich heute nämlich schon meinen Auspuff dran gehabt, den neuen. Aber er ist leider noch nicht da. Das heißt, ich muss jetzt 3 Tage warten, weil Wochenende ist. Yo, geile Kreuzung, Digga. Ich meine, ich mache jetzt auch nicht den kreativsten Content, ja. Ich kläre manchmal ein paar Bitches auf dem Motorrad. Klären. Und ich sage auch nicht, dass mein Content der beste ist. Aber so menschheitsverblödend wie manch anderer Content auf YouTube von deutschen YouTubern, das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht.
Weil manch Content, das ist echt, da freue ich mich echt, wo das hinführt, Mann. Was sind das für Leute, die solche Videos feiern? Heutzutage kannst du echt so viel scheiße Kohle machen, indem dass du irgendwie so quasi der große Bruder, die große Schwester bist auf YouTube zu allen kleinen Kindern. Die kaufen dann jeden Scheiß, den man anbietet, feiern einen ins Unermessliche und von den kleinen Kindern weiß auch noch keiner, dass es Adblock gibt, damit die kein Geld verdienen, die YouTuber. Naja. Was soll's? Juckt mich nicht. Genug aufgeregt. Safe Abonnenten waren das. 100 pro Safe Abonnenten, Alter. Ja, ich glaube, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ein bisschen geraged. Und Bibi, nimm das Ganze nicht persönlich. Ah, der Song wäre geil zum Releasen gewesen am 1. April, dann hätte man immer noch sagen können, es war ein April-Scherz, aber leider vorbei. Also haut rein, Mann.